Ja. The Daniel 1981 sagt: Meine Fresse, war das cool, du kannst sehr gut erzählen und wie ich sehe, kennst du dich gut im FSX aus? Da ich ein Experte bin, mache ich Daumen hoch, denn ich kann sehr gut schlecht und gut unterscheiden. Das freut mich, dass ich auch mal von ganz weit oben höre, dass ich nicht alles falsch mache, was mir ein Kommentar vorher doch vorgeworfen wurde. Upsa. Ja, ich denke, das Erzählen überwiegt hier und weniger das perfekte Fliegen. Klar kann ich mich immer noch ein bisschen verbessern und irgendwann könnte ich sicher sogar einen perfekten Flug machen, wenn ich mich da reinhängen würde, aber da habe ich ja allein gar nicht die Zeit für. Leider, muss man ja sagen. Ich würde mir teilweise gern Zeit für Dinge nehmen, zum Beispiel das Lernen von dem FSX hier etwas genauer, das heißt, ja, so nahezu pilotenmäßig wirklich. Aber dafür bleibt einfach die Zeit nicht. Und wenn man sich dann das Ganze professionell auch beibringen lässt oder es auch professionell betreibt, dann ist auch wahrscheinlich irgendwann der Spaß weg, weil es einfach so Pflicht und Routine wird und gar nicht mehr so der Noob am Werk, wo immer noch Unfälle passieren und alles Mögliche. So, jetzt sind wir auf unserer Reiseflughöhe. Das ist gar nicht mehr so schlecht. So, gucken wir mal weiter. Vielleicht findet sich ja noch ein anderes Thema, über das wir im Laufe dieser Parts hier reden können. Aber erstmal die Beantwortung der Fragen. Das ist mir ganz wichtig. Denn wie gesagt, komme ich da sehr, sehr, sehr selten dazu. Wenn überhaupt. Ja, flieg mal nach Söllingen, Baden-Baden, wenn's das gibt. Nur einmal XD. Ja, muss ich gucken, kann ich machen, aber es war eine ziemlich blöde Idee von mir in den ersten Parts immer zu sagen, dass man mir Flugplätze vorschlagen soll oder Flughäfen, zu denen ich fliegen soll. Denn wie ihr merkt, habe ich mir meine Routen bisher immer selber ausgesucht, weil ich einfach spontan mir eine Region aussuche, wo ich denke, ach, das könnte interessant sein, oder da habe ich ein schönes Add-on zu, da gehen eure Wünsche teilweise schon ein bisschen unter. Das tut mir leid, aber vielleicht gibt es auch irgendwann nochmal die Möglichkeit, wenn ich mal wirklich keinen Plan habe, wo ich hinfliegen soll, einfach mal in den Kommentaren zu schauen. Aber erhofft euch dann nicht ganz so viel. So. Senne 99 sagt, Final Approach Speed should be 140 knots. Okay, ich weiß nicht, welche Maschine ich da hatte. Part 7 müsste eine 737 gewesen sein. Okay, aber an anderer Stelle schon mal gesagt, bin ich immer der Typ, der viel zu hoch anfliegt und dann auch viel zu schnell. Das ist so ein bisschen meine Krankheit. Denn ich habe viel zu schlechte Erfahrungen gemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser wäre oder werden würde, wenn ich das wüsste. Oh mein Gott. Aber ich bleib lieber dabei ein bisschen zu schnell und dann doch mit sicherem Gefühl, als dann irgendwie perfekte Geschwindigkeit und dann doch versaut. Ja, so, wir sind perfekt auf der Strecke. Also diese Einstellung, die mir jemand mal oder mehrere Leute schon gesagt haben mit GPS, also dass er meinen Wegpunkten folgt, ist schon verdammt gut. Mir wird gesagt, hey, kannst du mir mal sagen, wie man sich da irgendwie navigieren lassen kann, so. Ja, Navigation und anderes kannst du dir mal in dem Einsteiger-Tutorial anschauen. Und Navigation, ja, das ist kein einfaches Thema. Aber ich denke, in meinem Einsteiger-Tutorial, was du unter Playlist finden kannst, also kannst, ich verschluck auch schon Buchstaben, weil es einfach so praktisch ist, kürzere Wörter und so. Auf jeden Fall, schau mal auf meinem Kanal und dann unter Playlists wirst du sicher ein paar die ganzen Tutorials finden, also Tutorials zum FSX, ich weiß nicht genau, wie die Playlist heißt, aber so in der Art. Und da sind die ganzen Einsteiger-Tutorials drin. Und da habe ich auch damals meinen Senf zur Navigation
dazugegeben, das ist noch eine relativ einfache Art von Navigation, die ich hier betreibe, also gar nichts Realistisches, aber um von A nach B zu kommen, ohne dauernd auf die Karte gucken zu müssen und gar keinen Plan zu haben, wo der Flughafen ist, ich denke, dagegen ist es dann doch schon besser. So. Mal weiterschauen. Flieg mal wo dagegen, please. Ja, das wäre relativ uninteressant, da ich erstens hier in meinem FSX die Kollisionsmöglichkeit ausgestellt habe. Das heißt, ich kann durch alles durchfliegen. Das habe ich einfach so gemacht, weil wenn mir irgendein Malheur passiert, beziehungsweise sogar ein kleineres, wo der FSX dann relativ sensibel reagiert, das heißt einfach nur ein bisschen zu hart aufkommen, weil dann setzt er dich direkt wieder auf den Startflughafen zurück und ja, ist ein bisschen nervig. Und wenn ich da irgendwo dagegen fliege, dann ist halt Standbild. Ich sehe mir dann halt die Stelle an, wo ich irgendwo gegengeflogen bin und werde dann wieder auf den Startflughafen zurückgesetzt. Das ist gar nicht mal so interessant, wie manche denken. Ja. ETE ist nur bis zum nächsten Wegpunkt, wird mir gesagt. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Irgendwann in einem der späteren Parts, also das war ein Kommentar zum Einsteiger-Tutorial. Und ja, sieht man ja hier. Hier noch 20 Minuten bis zu dem Wegpunkt. Das kommt mir ein bisschen lang vor. Obwohl, naja, könnte sogar hinkommen. Könnte wirklich sogar hinkommen. Oh je, jetzt wird mich hier was Kompliziertes gefragt. Muss die Frequenz vom ILS zum Beispiel 110.50 immer auf NAV 1 gerastet sein? Ich habe es mal auf NAV 2 gerastet und das Flugzeug hat nicht eingedreht. Grüße. Du, mit ILS und dem ganzen Instrumentenlandesystem, da kannst du mich gar nicht fragen. Du siehst ja meine Parts hier. Da navigiere ich relativ bzw. extrem spartanisch, also mit Wegpunkten und ja, meinem GPS. Das hat gar nichts mit den ordentlichen Landebedingungen und so weiter zu tun. Also kannst du mich da auch nicht fragen. Ich wollte es mir sogar mal anlernen und war da sogar schon relativ weit, aber dann hat irgendwie der FSX nur Müll gemacht und dann habe ich es aufgegeben letztendlich. Das Navigieren mit dem Instrumentenlandesystem. Ist ganz lustig und wahrscheinlich auch sehr, sehr praktisch. Bis zu einem gewissen Punkt. Und natürlich auch realistisch, weil hier soll es auch sonst sein. Aber kann ich dir leider nicht weiterhelfen. So, mal schauen. EDMK Durach Allgäu, Deutschlands höchster Verkehrslandeplatz. Bitte. Ja. Muss ich mir mal anschauen, vielleicht nachher. Wird sicher interessant sein, wenn du sagst, dass das der höchste Verkehrslandeplatz ist. Werde ich mir nachher mal anschauen und wenn es sich so halt ergibt, dann werde ich dem Flugplatz auch mal einen Besuch abstatten im Let's Play. Weil solche exotischen Flugplätze wie jetzt, ja, dieser hier oder... Mensch, wie heißt der in Frankreich nochmal? Dieser Unmögliche da. Ich komme da selber gerade nicht mehr drauf, aber es gibt ein paar. Oder Lukla ist auch ein Flugplatz, der irgendwie auf dem Dach der Welt liegt, wirklich. Das ist unfassbar. Und ja, muss ich mal schauen, wenn ich mich dann noch dran erinnere. Mich wird gefragt, ist das der normale FSX nicht ein Add-on? Ja, also Add-on ist hier im FSX ziemlich ja, anders definiert als eventuell in anderen Spielen. Add-ons verändern eigentlich meistens nur Teile von Spielinhalten, also das ganze Spiel wird da nicht verändert. Und es ist auch nicht nur ein Add-on, was ich hier benutze, sondern viele, die die Grafik hier dann auch verbessern, verschönern. Und ja, Add-ons, die ich nutze, habe ich irgendwo auch schon mal aufgezählt. Vielleicht mache ich da nochmal einen extra Part, weil ich da so oft gefragt werde mit den ganzen Add-ons, die ich benutze. Aber ja, muss ich mal schauen,
Aber generell muss ich sagen, viele Leute gucken gar nicht, wenn sie Kommentare schreiben, mal in die Beschreibung meines Videos. Da habe ich nämlich vor einiger Zeit schon Links zu allen möglichen Sachen, zu der Playlist, zur FSX-Playlist und vor allem zu der Playlist der FAQs einen Link gepostet. Aber gibt es anscheinend immer noch sehr viele Leute, die das übersehen, beziehungsweise übersehen wollen, keine Ahnung. Und ja, die fragen mich dann halt immer wieder in den Kommentaren nach Dingen, die eigentlich gar, ohne große Probleme durch das Einsteiger-Tutorial oder die FAQ nachzuvollziehen sind. Naja, gut. So, ich muss mal weiterschauen. Ja, auf die Nachricht hatte ich sogar schon geantwortet. Da muss ich die jetzt hier nicht nochmal groß vorlesen. Ich interessiere und kenne mich gut mit Fliegen und Flugzeugen aus und ich habe daran Spaß. Also wie viel kostet so ein Joystick zum Lenken und wie viel das Spiel? Ich war letztens sogar im Blödmarkt, den ihr sicher alle kennt, und habe mich umgeschaut. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube 15 Euro waren es, das Spiel an sich. Und es gibt viele, viele, viele Add-ons noch, habe ich ja schon erwähnt. Und ein Joystick, den ich hier vor mir habe, ist ein ganz einfacher, der hat mich nicht mal 10 Euro gekostet. Und da muss man auch wirklich nichts Besonderes haben. Also guckt nach dem billigsten mit einem Schubhebel und einem Steuerkreuz und vielleicht zwei, drei Tasten. Ist das kein Problem. Ich habe, ach, keine Ahnung, 9 Euro, 10 Euro dafür ausgegeben. Weil es sogar noch ein Ausstellungsstück war, habe ich den günstiger bekommen. Und der tut seine Dienste und mehr brauche ich da auch nicht. So, ich schau mal weiter. Tja, Part 21. Ich kann mich, glaube ich, noch daran erinnern, dass das der Part war, wo ich die Bruchlandung hingelegt habe auf St. Barth bei St. Martin. Ich könnte mal die Sicht wieder wechseln. Und ja, der gut gemähte Rasen, kann ich da nur sagen. Da hast du recht. Ja, hat das Spiel auch eine Story oder ein Tutorial zum Fliegen lernen? Ja, ein Tutorial zum Fliegen lernen eher nicht. Aber es gibt ein paar Missionen, die du erfüllen kannst. Aber ich denke, dass der Großteil des Spiels, oder beziehungsweise wirklich das ganze Spiel, basiert auf der Möglichkeit des freien Fluges. Und die nutze ich auch dauerhaft aus. Ach, Mensch, ist das schön. Gucken wir mal hier. Ja, Fliegen lernen im FSX dauert ein bisschen. Also wirst du wahrscheinlich ohne Joystick ziemlich gefusselt sein. Und sogar mit Joystick werden viele Sachen ziemlich kompliziert sein. Um den Einstieg zu Jets zu finden und da einen kleinen Crashkurs zu haben, kann ich halt wieder nur sagen, guck dir mal mein Einsteiger-Tutorial an. Da habe ich halt auf meinem Laienwissen basierend ein bisschen dazu geredet, wie man da im FSX anfangen kann, Jets zu fliegen. Ansonsten, Learning by Doing ist da das beste Prinzip. So haben sie es, denke ich, auch die meisten ohne Probleme beibringen können. Oder halt Foren, fsboards.de, immer eine schöne Adresse, wenn man mal nachfragen will. So, ich muss hier mal durchklicken. Tja, dann nochmal ein Lob bekommen hier. Achso, ja, das war ein Kommentar nochmal zu den aktuellen Vorfällen, über die ich geredet hatte hier. Segelflieger kollidiert mit Cessna in Part 31.